Urdhva Karana Kriya ist eine andere Bezeichnung für Viparita Karani oder auch eine andere Bezeichnung für Sarvangasana. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Rückenlage. Von hier hebe die Beine hoch, hebe das Becken hoch und unterstütze den Rücken. Du kannst dabei entweder die sanfte Übung machen, wo du das Becken etwa 90 Grad gebeugt hältst, so ist mehr Gewicht auf den Händen und es ist sanfter für den Nacken und für den unteren Rücken. Oder du kommst zum vollen Schulterstand, wo du dich ganz aufrichtest. Hier hast du die volle Dehnung im Nacken. All das ist Urdhva Karana Kriya, die Übung, um dich in die Umkehrhaltung zu bringen.